Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir sind gefangen genommen worden, müssen jetzt fliehen und uns hier so ein bisschen verstecken, damit wir nicht entdeckt werden, weil wir gerade gemerkt haben, dass wir geflohen sind und natürlich nach uns suchen. Und da über uns sind die irgendwo unterwegs. Hier offensichtlich nicht. Der Bahnhof ist am nördlichen Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Hier liegt doch noch was. Das ist gut umgucken. Eine Karte. Und hier ist noch ein... Verdammt. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Craft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Okay. Los hier raus. Ich mag die nicht, die Anna. Die ist so blöd. Okay, ja. Irgendwo verstecken? Was ist das hier? Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. Okay. Gut. Nehmen wir das. Seilpfeile können an Seilrollen befestigt werden. Ja. Toll, das hat's ja total gebracht. Ah, okay. Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. Ah, und damit drehen wir das hier hoch, oder? Ja, und jetzt? Ich dachte, wir können... Ach, jetzt kann sie es auf einmal doch? Okay. Okay. So. Okay, jetzt kann ich hier durch das Wasser. Okay, weiter geht's. Scheiße. Oh nein! Na los! Wie hat denn der Typ ausgehalten? Das war ja unglaublich. Wenigstens die anderen beiden habe ich direkt beim Headshot wegmachen können. Okay. Sie ist hier! Tötet sie! Jetzt sollst du sterben! Das ist mega nice mit diesem Sturmgewehr. Das gefällt mir. Sehr gut. Munition. Reichen natürlich noch und einen Korb mit Dingen, die wir nicht brauchen. Was ich sagen muss, ich finde es gar nicht so einfach, damit so gut zu zielen. Es ist ein bisschen schwammig, sag ich mal. Also. Ich habe das Gefühl, man ist nicht so genau, aber macht ja nichts. Kann ja auch öfter damit schießen. Du bist tot.
Eieiei. Fallen wir mal. Er ist noch nicht tot. Vor allem, wenn man öfter schießt, ist es halt sehr ungenau. Weil das ist ja auch normal, weil es ja eher streut. Das können wir gar nicht so. Oh mein Gott. Was ist denn hier? Ich will jetzt die Dose an den Kopf werfen. Wir können Granaten machen. Das ist cool. Wir haben genug Teile. Wir haben so viel Zeug gesammelt. Geht mir das hier noch auf? Oh mein Gott. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Können wir mal Heilung machen? Frau war das, ne? Heilung. Sehr gut. Was ist hier? Holz. Nehmen wir ein bisschen Holz mit, Süße. Können wir noch einen machen. Wir nehmen das auf jeden Fall immer mit, wenn das geht, ne? Können wir auch wieder Blätter mitnehmen, weil wir haben uns ja kurz geheilt. Hier liegt noch ein Rekorder wieder. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Okay, was ist denn bei ihr los? Sie ist komplett bescheuert. Ich lasse das mal kurz offen, dann könnt ihr euch das noch durchlesen. Das ist so ein langer Text, sie liest immer sehr langsam, ne? Oh, da hinten ist ein PC. Da auf irgendwelche Bilder durch, können wir aber nichts mitmachen. Wo geht's denn jetzt? Okay. Ah! Ein Rucksack. Was war das jetzt? Gehört diese Forschertaschen enthüllen die Position von versteckten Ressourcen, Höhleneingängen und Truhen. Das ist natürlich praktisch. Haben wir eine Forschertasche gefunden. Oh, das ist schon mit dem Helikopter hier. Sind Sie das, Jacob? Oh. Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledige ich ihn! Verdammt! Scheiße! Oh je. Nimm mal das Holz mit. Das haben wir voll. Okay, Lager. Wir haben ja, glaube ich, einen Fähigkeitenpunkt bekommen. Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Boah. Feuern sie gleichzeitig bis zu zwei Pfeile auf zwei separat anvisierte Ziele ab? Wow, okay, das ist ja so. Cool. Bonus-EP. Mhm. Es sind jetzt so viele neue Sachen. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. Wir können das im Glück 2 machen. Aha. Also
ich will auf jeden Fall hiervon was machen. Viel schneller. Das ist auch gut, dass wir uns besser anschleichen können. Das finde ich auch gut. Und... Also... Ich glaube, wir bleiben mal hierbei. Machen das hier. Und das hier. Genau. Das finde ich gut. Waffen. Können wir was verbessern? Das ist gut. Sturmgewehr können wir natürlich verbessern. Ich würde gerne eine bessere Stoß. Mehr Muni. Mehr Nachladen. Höhere Schussfrequenz. Können wir vielleicht die Präzision erhöhen bei dem Ding? Wir gucken erstmal bei dem Bogen. Sehnen, Nocken. Höhere Schussfrequenz. Nee. Okay, hier können wir richtig viel machen. Aber müssen uns auch entscheiden, was wir machen wollen. Munitionskapazität finde ich echt gut. Weil ich erstmal hier auf den Schaden gehen werde. Dann machen wir noch das. Jetzt können wir nichts mehr machen, ne? Wir haben nicht mehr genug Teile, ja. Okay. Aber egal. Wir haben jetzt ein bisschen was verbessert. Sehr gut. Ich habe irgendwie gehofft, dass wir noch die Schrotflinte bekommen. Weil die anderen so eine hatten halt zurück, waren nochmal Teile. Aber eigentlich will ich jetzt nicht noch zurückgehen extra, nur wegen den paar Teilen. Aber da kann sie nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alte 10 Schaden. Das war kein Headshot. Nein. Ach, guck doch mal länger hoch, du doof Mann. Die Scheinwerfer kaputt. Ja. Mein Gott. Boah, ich bin gerade richtig schlecht im Schießen, ne? Oh nein, das brennt. Wir müssen mal Heilung machen. Das war einer. Zerbar. So, nochmal nachladen. Hier ist Zeug. Kann ich irgendwie... wahrscheinlich irgendwie manipulieren oder so. Hier mal kurz rein. Hi! Hallo? Feind gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärmen und beeilen. Der Arsch! Boah, die Waffe ist echt
Kacke. Sag mal. Wie viel hält der denn aus? Oh mein Gott, der ist ja voll krass gepanzert gewesen. Ach du Scheiße. Okay, das war nicht so clever von mir. Ich muss diese blöde Bombe da benutzen. Ausschwärmen. Ja. Lalalala. Das war besser. Das war deutlich besser. Uhu. War scheinbar hier zu nah reingekommen und dadurch habe ich das ausgelöst. Lass mal alle looten. Puh. Ich hab's geschafft. Ja gut. Irgendwo was verpasst. Seilpfeile? Man konnte das einstürzen lassen. Okay, krass. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Okay, weiter geht's. Oh je. Yeah. Hier ist ein Toter. Was ist dir passiert? Hey, du hast Zack dabei. Yeah. Da. Jeder Schritt. So. Das könnt ihr euch auch wieder so durchlesen. Kennt ihr ja schon, wie das hier funktioniert. Du hast auch noch Zeug dabei. Warum liegen die hier tot rum? Jacob, ich glaube, ich bin bald beim Bahnhof. Sind Sie da? Hier ist irgendwas Besonderes drin. Ein Rangabzeichen eines Militärordens. Trinity. Okay. Eigentlich finden wir immer nur Krempel von Trinity. Was ist das hier? Oh, an der Wand was. Noch ein sowjetisches Schild. Feinde müssen für ihre Verbrechen büßen. Etwas makaber. Wir sind schon richtig gute Russisch-Experten. Was war das? Ich hab's nur gehört, aber ich hab's nicht gesehen. Manu. Ihr habt alle so viel Zeug dabei. Cooler Move. Jacob hat's voll drauf. Was hat sie aufgehalten? Ich dachte, ich hätte sie verloren. Keine Chance. Danke, dass Sie mich da rausgeholt haben. Hey, der! Da kommt er raus! Oh Gott. Oh mein Gott. Nein! Um Gottes Willen. Die ist doch erstmal total krank jetzt.
Wir müssen uns aufwärmen, ganz dringend. Und verstecken vor allem. Oh Gott. Ich liebe diese Abschnitte. Aber es ist auch immer ganz schön spannend. Nein! Oh mein Gott. Scheiße. Oh. Ich bin ein bisschen zu weit nach rechts gesprungen. Aber statt direkt hier, das ist praktisch.